Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten kam es mal wieder zu dramatischen Entwicklungen. Diesmal ging es um Emily, gespielt von Anna Menden, 36, Kate, gespielt von Emilia Clarke, und Tuna, gespielt von Thomas Drexel, 34. Schon seit einer ganzen Weile sorgt Tunas geheime Vaterschaft von Emilys achtjähriger Tochter für viel Spannung, jetzt eskalierte die Situation erneut. GZSZ, schwere Zeiten für Tuna. Lange Zeit war unklar, dass Tuna der Vater von Kate ist, denn Emily dachte, dass ihre Tochter das Ergebnis eines One-Night-Stands mit Roberto, gespielt von Sascha Pederiva, 38 war. Aber dann kam die Wahrheit ans Licht. Doch weil Emily glücklich mit Paul, gespielt von Niklas Osterloh, 32, verheiratet ist, sollte Tuna weiterhin nur der Patenonkel für Kate sein und sich ihr nicht als ihr Vater zu erkennen geben. Diese Rolle hatte schon Paul übernommen. Doch die Sache flog auf, und Kate weiß nun, wer ihr leiblicher Vater ist. Nach einer Auszeit mit ihrer Mutter Emily in Kanada sind sie nun zurück in Berlin. Und Tuna macht eine schmerzliche Erfahrung mit seiner Tochter. Kate verletzt ihren leiblichen Vater, du wirst nie mein Papa sein. Als er versucht, sich ihr anzunähern, kommt es zum Streit. Zunächst sieht es so aus, als hätte Kate sich mit der neuen Situation arrangiert. Tuna bringt ihr ein Geschenk mit, als er die beiden besucht. Doch Kates Reaktion zeigt, dass die Lage wohl doch verfahrener ist, als Tuna sich das sicher erhofft, denn sie wirft das Geschenk, eine Spardose, heimlich weg. Und nicht nur von Emily kommt Gegenwind, auch Kate scheint ihren leiblichen Vater nicht zu akzeptieren. Denn als Tuna sich um ihr Abendessen kümmert, schleudert sie ihm entgegen, du wirst nie mein Papa sein, Paul ist mein Papa. Kompliziert war die Sache von Beginn an. Denn Paul und Tuna waren beste Freunde, als die Wahrheit über Kates leiblichen Vater ans Licht kam, und nun soll sich Tuna gegen Paul durchsetzen? Das könnte sich als schwierig erweisen, denn auch Paul scheint nicht begeistert davon zu sein, seine Vaterrolle bei Kate mit jemandem teilen zu müssen. GZSZ, wie reagiert Tuna auf Kates Ablehnung? Ein schwerer Rückschlag für Tuna. Denn die harte Aussage seiner Tochter macht deutlich, dass er in ihrem Leben aktuell wohl nicht die Rolle spielt, die er sich wünschen würde. Dass Kate offenbar mit ihm bricht und Paul vorzieht, dürfte ihn besonders hart treffen. Wie sich Tuna jetzt verhalten wird und ob er seine Tochter doch noch für sich gewinnen kann, könnt ihr bei GZSZ verfolgen. Die aktuellen Folgen laufen wochentags um 19:40 Uhr bei RTL und sind auch bei TVNOW abrufbar.